Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, nicht nur dem Außenstehenden mag es komisch vorkommen, dass man sich neben der milliardenschweren Medienanstalt WDR, der zweitgrößten Europas, in diesem Bundesland auch noch, beziehungsweise dass der Steuerzahler sich auch noch eine eigene Medienpolitik aus Steuermitteln leistet. Erfolg wird hier zum Glück nicht gemessen, also zum Glück für die Beteiligten, Beispiel Filmförderung. Man könnte beispielsweise meinen, dass nach jahrzehntelanger teurer Filmförderung ab und an mal ein Film herauskommen würde, der international konkurrenzfähig ist. Aber eher das Gegenteil. Inzwischen werden deutsche Produktionen meist zu über 50% aus Steuermitteln gepäppelt, um überhaupt irgendwie bestehen zu können. Oder wie es jemand in der Presse ganz treffend kommentiert hat, die deutsche Filmförderung, das ist sowas wie Hartz IV für Filmproduzenten. Das alles ist auch kein Wunder, wenn man sich ansieht, nach welchen Kriterien gefördert wird. Da steht nämlich nicht der Zuschauer und dessen Interessen im Mittelpunkt, sondern Ideologie. Filme als Mittel der Volkserziehung, die bestenfalls hochsubventioniert jemanden finden, der sie überhaupt zeigen will. Und die schwarz-grüne Landesregierung legt dann noch nach, ich zitiere aus dem Koalitionsvertrag: Bei der Vergabe von Fördermitteln aus der Film- und Medienstiftung setzen wir uns dafür ein, für Filmproduktionen Förderkriterien um nachhaltige Arbeitsweisen sowie die Einhaltung von Diversität bei Produktionen zu erweitern. Also, liebe Filmproduzenten, Fördergeld von Herrn Leminski gibt es in Zukunft nur noch, wenn die vegane, nicht-binäre Hauptdarstellerin mit Migrationshintergrund ihren Müll ordentlich trennt und am Set eine Maximaltemperatur von 19 Grad Celsius nicht überschritten wurde. Was das Publikum von solchen Diversity-Auswüchsen hält, kann man meistens an den Kinokassen und Zuschauerzahlen ablesen. Da gab es zum Beispiel den Flop mit den gendergerechten Ghostbusters oder ganz kürzlich, ganz aktuell, Amazons Tolkien-Schändung unter dem Titel Ring of Power. Keiner will es sehen, keiner schaut es. Aber damit ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Das Land NRW fördert, zum Beispiel auch aus dem Medienhaushalt, die sogenannte Malisa-Stiftung für Studien zur Sichtbarkeit und Vielfalt im TV. Und wer sich jetzt wundert, was die ganzen sogenannten Genderwissenschaftler eigentlich machen, muss sich nur mal diese Studien anschauen. So wird zum Beispiel ermittelt, dass Songs von rein weiblichen Urheberinnen in den Charts zu wenig vertreten seien. Als Lösung werden dann gendergerechte und diversitätsorientierte Förderrichtlinien und geschlechtergerechte Playlists vorgeschlagen. Bei den Geschlechterdarstellungen im Fernsehen wurde ermittelt, dass schwule Männer etwa doppelt so häufig vorkommen wie lesbische Frauen, wohingegen bisexuelle Frauen gegenüber den bisexuellen Männern überrepräsentiert sind und überhaupt nur 0,5% der Darsteller ist nicht binär. Besonders breit gemacht hat sich aber offensichtlich das Patriarchat im Kinderprogramm. So messen die sogenannten Genderforscher nur eine weibliche auf 4 männliche Hauptfiguren und in der Fantasiewelt, noch schlimmer, kommt auf eine weibliche Tierfigur sogar ganze 9 männliche. Noch schlimmer, Tierfiguren mit internationaler Familiengeschichte und LSBTIQ-Tierfiguren kommen gar nicht vor. Die deutsche Förderbürokratie hat also noch viel zu tun, bis deutsche Produktionen endgültig frei von Diskriminierung und bis dahin wahrscheinlich auch frei von Zuschauern sind. Schließlich noch ein Satz zur Gamesförderung. Es ist grundsätzlich zu begrüßen, dass die Landesregierung die Mittel für die Gamesförderung aufwachsen lässt. Da diese aber nach denselben Kriterien und Mechanismen vergeben wird wie die Filmförderung, erwarten wir auch hier keinen anderen bzw. gar keinen Erfolg. Auch hier würde uns weniger Ideologie und stattdessen eine marktgerechte, am Konsumenten orientierte Förderung vorschweben. Linksgrüne Volkspädagogik, auch durch schwarze Minister, lehnen wir allerdings ab und werden dem Haushalt daher an diesem Punkt auch nicht zustimmen können. Vielen Dank.